ich sehe immer wieder Remixe von bekannten Tracks auf TikTok. Ist das denn erlaubt? Wie verdiene ich mit meiner Musik Geld auf TikTok? Spontan fallen mir zwei Arten und Weisen ein. Die eine ist, die Musik über den Vertrieb, so wie wir es eben auch machen, an TikTok auszuliefern. Und dann wird man da eben per Creation bezahlt. Für viele ist das gut, für andere ist es nicht so gut. Was wäre denn eure Album-Release-Strategie? Hi und herzlich willkommen zu Dictus Deep Dive, deinem Musikbusiness-Podcast. Mein Name ist Luca, ich bin Head of Marketing bei Dictus. Mein Name ist Nico, ich kümmere mich um die neuen Onboardings hier bei Dictus. Und wir haben uns mal wieder ein paar Fragen rausgesucht, yes, die ihr uns gestellt habt über alle möglichen Plattformen. Und der Luca weiß nicht, was ich für Fragen rausgesucht habe und ich weiß nicht, was Luca für Fragen rausgesucht hat. Und wir hoffen immer, dass wir nicht die gleichen haben. Ich fange mal an, oder? Ja, und selbst wenn es so ist, ist ja auch, denke ich, nicht schlimm. Also kann man ja eine Menge drüber sprechen. Ja, eben. Das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich fand es interessant, weil ich auch persönlich hören will, was du darüber zu sagen hast. Was wäre denn eure Album-Release-Strategie? Ich glaube, grundsätzlich sollte man erstmal nochmal hinterfragen, lohnt sich es überhaupt für mich selbst als Künstler, Künstlerin in meinem aktuellen Status ein Album rauszubringen. Mhm. Ich glaube, das ist die erste Frage, die man sich da stellen sollte, weil man muss ja dazu sagen, es gibt, glaube ich, kaum mehr eine Plattform, die so wirklich heiß auf Long-Format Produkte ist. Ich denke schon, dass es so bei so etablierten Künstlern wie einer Madonna oder, keine Ahnung, Kylie Minogue oder auch einem Justin Bieber vielleicht Sinn macht, ja, wirklich an einem Long-Format-Album auch zu arbeiten und um einfach auch eine Geschichte zu erzählen, weil die einfach diese Superfans haben, die sich auch mit einem ganzen Album beschäftigen wollen, die auch vielleicht die Story verfolgen wollen und sich auch irgendwie mitnehmen lassen wollen. Aber ich glaube, für einen Künstler, der vielleicht gerade startet oder vielleicht auch für einen Künstler, der vielleicht schon einen oder anderen Erfolg hatte, ist vielleicht ein Album im ersten Moment ein bisschen zu viel. Mhm. Ja. Das ist jetzt aber vielleicht nur meine persönliche Meinung. Ja. Also gibt es vielleicht auch andere, die das anders sehen. Ja. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gibt, wie gesagt, kaum Plattformen, die dieses Albumformat noch wirklich aktiv unterstützen und das ordentlich auch featuren. Alles ist eigentlich ausgelegt auf Single-Releases, maximal noch irgendwie EPs, von 2 bis 3 Tracks. Wie siehst du es? Also, das ist jetzt natürlich stark aus der Vertriebsrolle gesprochen. Ja. Wenn wir uns die Plattform angucken, dann sehen wir einfach einen klaren Trend in die Richtung, dass Alben eben nicht mehr so stark unterstützt werden. Aber aus dem künstlerischen Aspekt kann ich natürlich voll und ganz nachvollziehen, dass man ein Album machen möchte. Also, ich glaube, es ist A, natürlich größenabhängig, ob das Sinn macht oder nicht. Und vielleicht müssen wir Sinn hier nochmal definieren. Vielleicht sprechen wir von wirtschaftlichem Sinn und dass Leute tatsächlich drauf warten, solche Dinge. Und B, glaube ich, dass es mit dem Genre auch zusammenhängen kann. Es gibt einfach Genres, da funktionieren Alben besser als in anderen Genres. Ja. Ne? Klar, wir können es jetzt auf die elektronische Musik beziehen, aber wenn wir nochmal ein bisschen rauszoomen, in der Rockmusik zum Beispiel gibt es fast nur Alben. Mhm. Na, also trotz diesem neuen, ja nicht mehr ganz neuen, aber trotz diesem Streaming-Trend bringen auch die natürlich regelmäßig Alben raus und nicht nur die großen, sondern auch die ganz kleinen fangen da schon mit ihrem ersten Album an. So. Und wie gesagt, aus einer künstlerischen Perspektive kann ich das schon voll und ganz nachvollziehen, dass man vielleicht irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt dieses Single-Spiel gespielt, man ist vielleicht schon so, hatte den einen oder anderen Achtungserfolg mal, hat mal seine 6, 7, 10, 12 Singles mal gemacht über die letzten 1, 2, 3 Jahre. Und dann zu sagen, hey, mein nächstes kleines persönliches Projekt als Artist soll ein Album sein, das kann ich schon nachvollziehen, eben wenn man eine Geschichte erzählen möchte. Und dann würde ich persönlich, um direkt auf die Frage einzugehen, sagen, okay, man macht die Wasserfallmethode. Hm. Und streut eben diese Singles zuerst raus und komplettiert das am Ende zum ganzen Album. Ja. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen eher drauf eingehen, wie genau die Wasserfallmethode funktioniert. Vielleicht nochmal zur Erklärung zur Wasserfallmethode. Mhm. Im Endeffekt ist es eine Herangehensweise, wie man ein Album vervollständigt. Also ein Synonym für diese Wasserfallmethode wäre Albumvervollständigung. Mhm. Dass du praktisch mit Single A anfängst, release du, kannst es ja auch dann pitchen. Hoffentlich landest du in der Playlist, die Single funktioniert wunderbar.
dann kommt so gesehen die zweite Single raus des Albums, dann hättest du praktisch Single B und Single A in dem Produkt, ja. Also die Single A wurde ja bereits veröffentlicht. Single B kannst du dann erneut wieder pitchen. Hoffentlich landet auch die wieder in der Playlist. Und so würde das ganze Spiel weitergetrieben werden, bis eben dein Album vervollständigt wurde. Mhm. Man kann das theoretisch mit allen Tracks machen. Ja? Ja. Man kann es aber ja auch tatsächlich so machen, dass man sich die 3, 4 Prio-Tracks seines Albums einfach rausnimmt oder auswählt im Vorfeld und eben für so eine Wasserfall- oder Albumvervollständigungsmethode eben nutzt und genau so die Tracks dann einfach auch released. Ja. Verstehe. Früher war es ja eher so, da sagt man, okay, oder hat man gesagt, wir machen jetzt 3, 4 Singles und die kommen als einzelne Singles und dann kommt später das ganze Album als Ganzes raus. Und die Wasserfallmethode ist eben, da vervollständigt sich das Album. Das Produkt wird also immer größer. Ja. Am Anfang hast du einen Song drauf, dann hast du 2 Songs drauf, 3, 4 und dann vervollständigst du es langsam, aber sicher zum ganzen Album. Und der große Vorteil ist natürlich, du kannst die Singles oder die, nennen wir es mal, Vorauskopplungen alle einzeln pitchen. Ja. Und das ist für mich, wenn man also ein Album machen möchte, eigentlich die richtige Herangehensweise, um eben dieses Konstrukt Album immer noch so Streaming- und plattformfreundlich wie möglich zu gestalten. Ja, ich glaube auch, ich hatte vorher auch überlegt, als du dann gesagt hast, so, hey, gerade im Streaming-Alter, klar, es gibt ja immer noch Künstler, die physisch unterwegs sind und auch die sehr erfolgreich im physischen Markt sind. Ich habe direkt irgendwie an irgendwelche Schlager-Künstler oder Künstlerinnen gedacht. Aber ich meine auch selbst, so eine Helene Fischer geht eher dahin, dass sie eben Singles macht regelmäßig und dann einfach, keine Ahnung, ab Stichtag X sagt, okay, jetzt mache ich einfach ein Best-of, wo man alle meine Hits irgendwie auf einer CD dann kaufen kann, wo dann vielleicht auch, keine Ahnung, meine Mama oder meine Oma, je nachdem, wer Helene Fischer hört, dann einfach sagen kann, okay, ich möchte gerne irgendwie die CD in meinem Stereo-Player irgendwie zu Hause einschieben und will das nicht eben über Spotify streamen, weil ich vielleicht gar kein Abo habe, dann erreicht man vielleicht die auch darüber, ja, da ist, aber ich glaube, wie gesagt, auch da ist es dann eher dieses Compilation-Thema, so Best-of dann zu bauen, eher interessant, als wirklich noch auf das Album zu gehen, aber ich glaube, das ist auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich. Sicher. Schon ein spannendes Thema auf jeden Fall, auch wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre. Ist schon voll. Also ich bin persönlich gerade an dem Punkt, ich würde gerne ein Album machen oder ich arbeite gerade an einem Album, das ist mir so ein bisschen zugeflogen, die Songs kamen einfach so raus und mache mir da schon auch Gedanken drum, eben weil ich ja auch so nah dran bin und genau weiß, eigentlich machen einzelne Singles und einzelne Releases mehr Sinn, aber es gibt natürlich trotzdem diesen sentimentalen Gedanken, ich möchte mal ein Album machen und dann kannst du ja auch viel mehr drum rumbauen. Also du kannst die Artworks aufeinander abstimmen und am Ende hast du eben dieses eine Produkt, was du einfach geschaffen hast. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es ist schwierig. Auch dieses Single-Business ist schon auch wieder so eine Sache, was die Musik wieder so ein bisschen Richtung Content treibt. Und ich verstehe schon, wenn einige Puristen da sagen, ich mache Album. Ja, witzigerweise, ich habe erst neulich einen Podcast gehört, wo Sido gesprochen hat, das ist auch schon ein paar Jahre her, es war irgendwie auch so ein OMR-Classic oder weiß nicht mehr, und da wurde er auch gefragt, ja, ob er denn noch ein Album macht oder an einem Album arbeitet, und dann hat er selber auch gesagt, und ich würde jetzt schon auch sagen, Sido ist so einer der Künstler, die absolute Superfans hat, ja. Könnte er machen, ja. Und dann hat er gesagt, und das fand ich sehr interessant, hat er gesagt, das ist Perlen für die Säue, also er steckt da so viel Arbeit rein und hört sich das Album im Vorfeld mehrmals durch und schaut, dass jeder Track irgendwie diesen Spannungsbogen hält und eine Geschichte auch erzählt. Und wenn er dann aber mit Fans spricht, ist es so, die nehmen das gar nicht wahr. Die hören halt irgendwie so die 3 Tracks, ihre Lieblingstracks vom Album, aber die hören nicht mehr dieses Album durch. Es gibt sicherlich noch Leute, die das machen, aber der Anteil ist einfach viel zu gering, als dass sich das noch lohnen würde, auch selbst für einen Sido dann. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Wenn man sich mal Alben auf Spotify anguckt und sich die Streaming-Zahlen mal anschaut, dann muss man wirklich nicht zweimal hinsehen, um zu sehen, was jetzt die Singles waren. Ja. Und natürlich war das schon immer so in gewisser Weise, aber in letzter Zeit, ich habe gestern erst ein Album offen gehabt auf Spotify, wo ich dachte, also das eine sind Hits und das andere sind
Albumtracks. Also wir sprechen hier wirklich von, okay, 5 Millionen Streams und dann aber 32.000 auf den Albumtracks. Ja. Und das ist schon auch ein starkes Zeichen, finde ich. Voll, voll. Cool. Alright, cool. Dann mache ich mal weiter. Spannendes Thema. Ich sehe immer wieder Remixe von bekannten Tracks auf TikTok. Ist das denn erlaubt? Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, wir befinden uns hier so ein kleines bisschen wieder im Soundcloud-Style Wilden Westen. Ja. Auf TikTok vor allem. Voll. Klar, man muss immer ein bisschen gucken, was ist jetzt ein Remix, was ist jetzt ein Cover. Aber grundsätzlich, wenn man nicht das Recht zugesprochen bekommen hat oder wenn man nicht einen Track oder Spuren lizenziert hat vom Originalkünstler, von der Originalkünstlerin, dann ist es eigentlich nicht sehr ratsam, da was zu veröffentlichen. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich kommt auch immer der wirtschaftliche Aspekt mit rein. Auf Spotify ist es oder auf den Streaming-Plattformen oder Download-Plattformen, wo man dann wirklich mit wirtschaftlichem Interesse dran geht. Okay, ich nehme mir jetzt diesen Vocal von Originalkünstlerin, Originalkünstler, mache da jetzt einen Remix draus, der eben nicht genehmigt ist und veröffentlicht das. Dann steckt da schon ein größerer wirtschaftlicher Gedanke dahinter. Und deshalb sehe ich persönlich, und ne, kein Musikanwalt, aber ich persönlich als schwieriger an, als okay, ich mache jetzt einen Remix von einem bekannten Song und benutze den als Sound auf TikTok, ohne ihn jetzt richtig zu distributen und wirtschaftlich tatsächlich auszuwerten. So. Aber die ganze Cover-Remix-Geschichte ist sowieso so eine starke Grauzone. Das ist total kritisch, darüber zu sprechen. Ich habe auch so das Gefühl, TikTok aktuell ist so das Soundcloud von vor 10 richtig, Jahren. Richtig, Wild West einfach. So das, was Robin Schulz damals gemacht hat, um groß zu werden, mit diesen vielen verschiedenen Edits, die dann einfach durch die Decke gegangen sind und dann offiziell wurden. Genau dasselbe passiert gerade auf TikTok. Und ich hatte auch irgendwie einen anderen Podcast gehört, wo es auch darum ging, hey, was das eigentlich für eine Dynamik mittlerweile angenommen hat. Jeder zweite Künstler macht irgendwie einen inoffiziellen Remix von irgendeinem bekannten Track oder macht seine eigene Version draus, packt die auf TikTok. Wenn nichts damit passiert, dann geht es einfach total unter, ohne Frage. Dafür ist einfach auch die Masse an Videos, die da jeden Tag da rausgeschossen wird, viel zu hoch. Aber umgekehrt, wenn es dann mal funktioniert, wenn es dann mal irgendwie ein Video 10 Millionen Views hat oder so, dann wird schon irgendwie eine Lösung gefunden. Also es gibt eigentlich kaum den Fall mehr, dass jemand so wirklich belangt wird dafür und da irgendwie auch mal mal irgendwie eine Abmahnung bekommt oder mal wirklich eine höhere Strafe zahlen muss, als dass Leute davon zurückgeschreckt werden. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie, im Alltag, wenn man klaut. Ja? Es gibt sicherlich viele Leute, die mal irgendwie ein Kaugummi im Supermarkt mitgehen lassen. Ja? Und die werden sicherlich alle nie erwischt. Ja? Aber du musst halt nur einer sein, der mal vom Ladendetektiv halt einfach erwischt wird und dann kann es halt wirklich unangenehm werden. Und genauso ist es halt auch auf TikTok, auf Spotify, auf jeden anderen Plattformen, wo du halt einfach Rechte nutzt, die dir nicht gehören. Richtig. Und das, wir haben immer wieder dieses Gespräch auch mit unseren Labels. Ja, aber Künstler X macht das doch so und so und das habe ich da und da gesehen. Alles recht und schön, aber du musst nur an den einen rankommen, der das auf dem Schirm hat. Das stimmt. Und wir hatten hier auch schon teilweise ja Fälle, wo, dann mehrere tausend Euro dann als Entschädigung gefordert wurden oder als Strafe dann festgesetzt wurden. Und das willst du dann nicht bezahlen. Klar, aber ich verstehe die Wette, verstehe ich schon. Weil das Potenzial ist natürlich viel, viel, viel größer. Wenn wir von viralem Content sprechen, dann braucht man einfach Hooks, die die Leute auch verstehen. Ja. Und wenn du eben einen aktuellen Hit nimmst und da einen Spin-off machst, der so besonders ist, dann hören die Leute diesen Vocal zum Beispiel, sagen, oh, kenne ich doch. Und auf einmal, es ist aber nicht das, was ich tatsächlich kenne, sondern es ist eine andere Version. Und dementsprechend ist das virale Potenzial natürlich schon viel, viel stärker. Und es ist natürlich so eine klassische High-Risk-High-Return-Strategie. Wenn es funktioniert, wahnsinnig gut. Ian Nasher zum Beispiel macht eigentlich nur diese Mashups und jetzt macht er die Remixe für die riesengroßen Künstler. Und wie alt ist der Junge? Keine Ahnung. 17, 18, 19? Keine Ahnung. Ja. Aber klar, wie du schon sagst, du musst echt nur einmal an den Falschen geraten. Mhm. Und wenn du da Pech hast, dann kann es schon richtig, richtig schlecht laufen. Ja? Aber
Ich glaube, das ist wie mit allem, da muss man einfach seinen Weg so ein bisschen durchschlängeln. Grundsätzlich, ja. Wenn man aber seine eigene Content-Strategie findet, ohne dabei Rechte zu verletzen, ist eigentlich das der absolute Hauptgewinn. Absolut, ja. Weil, stell dir vor, du machst einen TikTok-Account, machst da deine nicht rechtmäßigen Remixe, ne? Deine Bootlegs, könnte man sagen. Ja. Machst da deine Bootlegs, postest die, das geht ständig durch die Decke, du hast ein virales Video nach dem anderen, vielleicht zwischendrin auch mal so Achtungserfolge, aber wir sprechen hier von mehreren Millionen Aufrufen, mehreren Millionen Likes und immer mehr Followern, da kriegst du ja auch irgendwann kalte Füße, weil das Risiko kumuliert sich ja. Ja, ja. Ne? Und dementsprechend sage ich, ich verstehe das, aber die eigene Content-Strategie zu finden, wäre eigentlich der Hauptgewinn. Ja. Die funktioniert natürlich. So. Ich kann mir auch vorstellen, also wie gesagt, das, was SoundCloud ja damals war und was ja auch gut lief, ja, ohne Frage, auch die hatten ja dann zwangsläufig dann sich ein Fingerprinting-System ausdenken müssen und dagegen vorgehen müssen. Ich kann mir vorstellen, TikTok, das wird bei TikTok auch in ein, zwei, drei Jahren kommen und dann wird wahrscheinlich eine andere Plattform dann aufpoppen, wo genau sowas dann stattfindet, ja. Oder die werden irgendwelche Agreements finden, wonach das dann zumindest reguliert erlaubt wird. Also so wie bei SoundCloud auch, du musst gewitelistet werden, damit du überhaupt ja noch Major Content überhaupt verwenden kannst. Ja. Genau, also ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also eine Frage, die uns wirklich regelmäßig gestellt wird, wirklich. Ja, ich meine, es ist ja auch ein brandaktuelles Thema. Ja, voll. Ne? Also, es funktioniert ja auch und das ist ja der Punkt, es funktioniert und die Leute für sehen's. So viele Leute. Ja. Genau, und die Leute sehen es und dann fragt man sich natürlich, kann ich auch irgendwie auf diesen Zug mit aufspringen? Und die Antwort lautet, naja. Ja, irgendwo muss man dann auch sagen, es ist natürlich immer in dem eigenen Risiko. Ja? Klar. Auch wir als Vertrieb, wenn wir irgendwie eine Takedown-Notice bekommen, wo dann irgendwie auch Schadensersatzforderungen dann im Raum stehen, wir geben die dann auch einfach nur weiter, ja. Klar. Also wir können auch nicht alles checken, ja. Also wir versuchen natürlich dann, wenn uns was auffällt, dann nochmal Rücksprache zu halten mit dem Labelpartner. Aber ja, am Ende ist es auch einfach in der Verantwortung des Einzelnen, die Rechte zu garantieren. Und wenn Klar. man das nicht garantieren kann, dann muss man eben... Muss man es ausbaden am Ende, so ist es. Ja. So ist es halt. Aber wie gesagt, High Risk, High Return. Ne? Wenn wir schon bei dem Thema sind, das ist gerade schon ganz schön auf SoundCloud gefallen. Ich habe eine spannende Frage. Wie ordnet ihr die aktuelle Rolle von SoundCloud in der Industrie ein? Es ist auch wieder, glaube ich, so eine Genrefrage. Mhm. Es gibt sicherlich Genres, gerade so im sehr nischigen Bereich, wo es definitiv eine Riesenrolle spielt. Mhm. Ich hatte jetzt auch zuletzt gesehen, wir hatten letztes Jahr einen Track von Dominik Saltewski im Katalog, Sensual Ecstasy heißt er, glaube ich. Sped-Up-Version. Mhm. Hat er, glaube ich, geremixed oder was? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war er, glaube ich, in den Top 3 der Techno-Charts auf SoundCloud. Und es ist brutal konvertiert. Auch auf andere Plattformen. Wurde dann auch häufiger auf TikTok verwendet. Ich habe auch so das Gefühl, in diesem Zusammenspiel mit TikTok, viele der TikTok-User suchen in erster Linie gar nicht bei Spotify vielleicht direkt, sondern eben bei SoundCloud, weil sie oftmals wissen, okay, SoundCloud ist vielleicht noch die andere Plattform, wo ich vielleicht nicht ganz geklärtes Material hochladen kann. Wobei und das auch und Early Trends natürlich. Genau, ja. Ne? Ja. Von daher, ich glaube, das hat schon definitiv seine Daseinsberechtigung. Man kann sich sicherlich drüber streiten. SoundCloud hatte ja dann irgendwann mal zeitweise dann angefangen, ein eigenes Streaming-Modell zu implementieren zwischen den User-Uploads und zwischen ihrem anderen Subscription-Go-Plus-Modell. Ja. Also es gibt User-Uploads, es gibt SoundCloud Go, es gibt SoundCloud Go Plus. Das sind die drei Formate, die da stattfinden oder drei Modelle, die da stattfinden auf der Plattform. Und keiner blickt so wirklich durch, habe ich das Gefühl, was jetzt tatsächlich genau ist. Voll. Ja. Voll. Also. Ich krieg ständig ein Newsletter von SoundCloud und frage mich immer, welches Modell jetzt gerade genau? Ja. Aber ich persönlich sehe SoundCloud auch fast als Content-Plattform. Also ich weiß nicht, gehst du auf SoundCloud, um Musik wirklich zu konsumieren? So durchgängig zu sagen, ich gehe jetzt auf SoundCloud, höre Musik?
Also ich persönlich nutze SoundCloud eigentlich nur, um irgendwie Remixe oder Mashups für meine Live-Sets als DJ dann zu finden. Weil, wie gesagt, da immer noch teilweise dann die Möglichkeit ist, oder du teilweise noch Tracks findest, die keine offiziellen Releases sind, ja, die halt einfach User gemacht haben, hochgeladen haben und da zum Download anbieten. Ja. Das nehme ich so primär auf SoundCloud wahr und so höre ich auch primär meine Musik dort. Also alles, was ich nicht auf Spotify finde, weil es nicht offiziell released wurde, finde ich auf jeden Fall auf SoundCloud. Klar. Ein großer Vorteil sind natürlich die DJ-Mixes. Ja, also auf SoundCloud ist es nun mal so, da gibt es eben diese ein, zwei Stunden DJ-Mixe noch. Live aus XY. Und da höre ich schon richtig, richtig gerne mal rein. Also gerade wenn mir ein Artist richtig gut gefällt und die eben auf Instagram kurz posten, hey, new set ist online und SoundCloud, dann springe ich da schon auch mal rüber. Aber ansonsten sehe ich es als wichtiges Tool für Artists eben, um dort präsent zu sein, ja, um die Musik da zu posten, um Sachen auszuprobieren, weil ich habe das Gefühl, die Dynamik ist schon auch noch mal ein bisschen anders. Und wie du mit Dominik Saltewski gesagt hast, wenn du auf SoundCloud schießt, dann konvertiert es schon auch ordentlich rüber. Und für Labels finde ich es auch wahnsinnig hilfreich. Und ein Faktor, über den ganz selten nachgedacht wird, glaube ich, ist, dass SoundCloud ein wahnsinnig gutes Google-Ranking hat. Also ihr könnt es ja gerne mal versuchen, gebt mal irgendein Label ein. Die SoundCloud-Seite ist immer an zweiter oder dritter Position in Google. Und das bezieht sich ja auf so ziemlich alle Suchbegriffe. Ja. Und da steckt schon auch ein bisschen Potenzial drin. Und wenn ich jetzt nach einem Label suche, dann gehe ich als erstes auf die SoundCloud-Seite. Ganz einfach, weil es strukturell auch ganz einfach geschickt ist. Da sind alle anderen Links zu finden. Da ist die aktuellste Musik zu hören, da sind Highlights zu hören, da sind Sets oder Podcasts zu hören. Ja. Und insofern halte ich es insbesondere als Content-Plattform, auch wenn es immer so ein verschriener Begriff ist, aber als ganz, ganz, ganz wichtiges Tool. Ja. Also insbesondere das, was du sagst in Bezug auf Labels, sehe ich absoluten Benefit da drin. Voll. Weil du halt einfach auch dein eigenes Branding irgendwie reinbringen kannst. Es gibt ja tatsächlich gar nicht mehr so viele Plattformen, die wirklich auch Raum geben für ein Label, sich zu präsentieren. Und SoundCloud tut es. Ja. Ja. Und es ist ein schönes Einschätzungstool eigentlich, weil wer auf SoundCloud Follower hat, nee, anders. Häufig gibt es ja auch in verschiedenen Genres einfach Labels, die sind zwar groß, man hat aber nie so richtig viel davon gehört, weil man sich nicht so viel damit beschäftigt hat zum Beispiel. Und auf Spotify geht nicht so viel und auf Beatport kann man jetzt nicht so viel sehen. Und da ist SoundCloud eigentlich immer ein ganz guter Indikator. Wenn ich auf ein Labelprofil gehe auf SoundCloud und das Label hat 15.000 Follower, dann denke ich schon, also da geht schon was, da muss was los sein. So. Wobei natürlich auch da sehr, sehr viel Schindluder getrieben wurde. Vorsicht. Auch vor allem in der Vergangenheit. Ich weiß noch, als ich gestartet habe auf SoundCloud, da gab es auf Fiverr auch die wildesten Angebote von 1 Million Plays für 10 Euro und 10.000 Follower für einen Zehner. Also ja, ich glaube, da muss man halt auch immer im Detail schauen. Ich glaube, da sowieso ist auch wie auf jeder anderen Plattform Vorsicht geboten und ein bisschen Menschenverständnis oder normales Verständnis für die Materie, was da legit ist und was nicht. Alright. Spannend. Gut, ich habe tatsächlich noch eine weitere TikTok-Frage. Oh, let's go. Wie verdiene ich mit meiner Musik Geld auf TikTok? Aha, das ist gut. Also spontan fallen mir zwei Arten und Weisen ein. Die eine ist tatsächlich, die Musik über den Vertrieb, so wie wir es eben auch machen, an TikTok auszuliefern, an die TikTok-Library. Und dann wird man da eben per Creation bezahlt, so wie es auf Spotify-Streams sind, auf Beatport-Downloads sind es eben auf TikTok-Creations. Also wie viele Videos gibt es? Für viele ist das gut, für andere ist es nicht so gut. Also wenn du jetzt einen viralen Hit hast und du hast, weiß ich nicht, ein großer TikToker nimmt deinen Sound, macht da 2 Millionen Video-Views drauf. Mhm. Leider wird nicht nach Views bezahlt, sondern nach Creations. Vorteilhaft ist natürlich, dass aber Views und Creations häufig Hand in Hand gehen. Ja. So, also wenn da mal so ein richtig virales Video da ist, dann wird es ja häufig auch von vielen, vielen Nutzern und Nutzerinnen nachgebaut und dann gibt es eben auch dementsprechend viele Creations. So. Also es wird nach Creations bezahlt. Das ist der eine Weg über den Vertrieb, so wie wir auch an TikTok ausliefern. Und der zweite Weg ist
wäre mir jetzt spontan eingefallen, der Content-Weg, obwohl die Musik da jetzt nicht die Hauptrolle spielt, aber gerade in diesem Creator-Beta-Programm kann man schon auch richtig gut Geld verdienen. Mhm. Obwohl das aber eher so die Content-Schiene ist und nicht die Musikschiene. Klar, man kann es miteinander nutzen, ja. Ne? Aber dieses Creator-Programm, ja, ne? Ja. Das Creator-Programm, da gibt es auch Thresholds, Monetarisierungs-Thresholds, wie bei YouTube zum Beispiel. Mhm. Das sind aktuell 10.000 Follower und 100.000 Views in den letzten 30 Tagen. Und dann kriegt man pro 1.000 Aufrufe auf den Videos. Mhm. Keinen schlechten Betrag, muss man dazu sagen. Ich, also, ich habe gar kein Gefühl, ehrlich gesagt. Im Internet schwirren CPMs von 50 Cent bis 2 Euro rum. Okay. Ne? Ja, und gut. Wenn du da deine Millionen Aufrufe hast, dann sind es mal 1.000, 2.000 Euro. Aber wie gesagt, das ist mehr so die Content-Schiene und nicht die Musikschiene. Man kann das, wenn man jetzt die Frage so nimmt, wie du sie gestellt hast, könnte man so auch mit seiner Musik im Grunde genommen Geld verdienen. Ja. Aber eigentlich primär über den Vertrieb, dass Musik ausgeliefert wird. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja, TikTok ist ja nicht die einzige Plattform, die nur nach Creations abrechnet, sondern Meta ist ja, fährt ja ein ähnliches Modell. Aber ja, also ich glaube, das ist ja auch unter anderem einer der Streitpunkte gewesen, jetzt auch in dem Streit mit Universal. Mhm. Das natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich um das wirkliche Modell geht, ob es nach Creations oder nach Views bezahlt werden sollte. Aber ich könnte mir schon unter anderem vorstellen, dass das einer der Pain Points war, weil man muss ja natürlich schon sagen, hey, warum werde ich auf jeder anderen Plattform nach Views bezahlt oder nach Streams, oder also Watchtime. Nach dem möglichen Amount an Usage, also an, was heißt an Usage, an Ohren auf dem einfach auf Aufmerksamkeit. Dem Track, ja. Ja. Und bei TikTok könnte ich theoretisch bräuchte ich lieber 1 Million Leute, die nur ein View haben auf ihrem Video und meinen Song verwenden. Das wäre wirtschaftlich deutlich irgendwie mehr beneficial, als jetzt irgendwie ein Video zu haben mit 1 Million Views. Eigentlich verrückt, wenn man es genau so betrachtet, ist es eigentlich bizarr. Ja. Ist ja auch schwierig, also ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch wiederum sehr stark, also die Möglichkeit für Scammer öffnet, zu sagen, okay, ich mache halt einfach einen Bot, der im Endeffekt verschiedene Videos baut. Ja. Ob die jetzt ein View machen oder 10 Views machen, ist ja mir egal im Endeffekt. Richtig. Und verwende einfach immer den gleichen Sound. Also TikTok wird da sicherlich auch die Mechanismen haben, ja, aber ich denke, das ist deutlich einfacher zu realisieren, als jetzt ein Video zu haben mit 1 Million Views. Wobei auch da ist die Frage, gibt es sicherlich auch die ein oder anderen Bots dafür. Klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch unter anderem einer der Pain Points war jetzt in der Verhandlung zwischen Universal und TikTok. Mhm. Ich bin jetzt gespannt, auch wie sich es langfristig dann äußern wird. Das wird also spannend werden. Ob da andere nachziehen, weil TikTok hat ja ihren Standpunkt schon relativ klar gemacht und gesagt, hey, wir geben euch mit unseren 1,Milliarden Usern eine Plattform, um eure die Musik Plattform zu promoten. Ja. Ja. Wir machen jetzt nicht an einzelnen Centbeträgen noch rum, die ihr dann mehr bekommen solltet. Wobei man muss ja wirklich sagen, auch für uns als Vertrieb ist TikTok ähnlich wie bei Universal. Universal hat ja gesagt, 1% ihres Umsatzes ist TikTok. Ja. Das ist ja nichts. Also für das, dass es die Plattform ist, wo Musikpromotion stattfindet. Das stimmt. Also im Gesamtbild ist es viel zu wenig. Mhm. Also dafür, dass, ich sag mal, der gesamtheitliche Fokus der Musikindustrie und dieser ganzen Marketingmaschine gerade so stark auf TikTok liegt, ist das schon ein ganz schlechter Return, monetär betrachtet. Mhm. Ne? Aber wenn wir sagen, 1% von Universal ist, 1% von Universal ist schon auch immer noch ein bisschen Geld. Das ohne Frage, ja. Ja. Ich glaube, das konvertiert ja oftmals dann auch rüber auf Spotify und Co. Und ja, meistens sogar inzwischen. Und dann ist es ja auch fraglich dann, ob das nicht sogar einen viel, viel größeren Benefit dann hat. Also wird sich ja dann für Universal relativ schnell zeigen. Ja. Aber vielleicht ist es, also grundsätzlich halte ich die wahren Verlierer dieses Streits natürlich die Universal Artists, ne? Die jetzt irgendwie, stell dir vor, du sitzt da 3 Jahre seit Corona von mir aus und arbeitest an einem TikTok-Account
pushst da deine Releases und hast dir ein Following aufgebaut und da geht richtig was und es läuft bei dir und hast dich da wirklich so stark drauf konzentriert, wie ja auch jeder gesagt hat. Ne? Ja. Als TikTok gerade so hochgepoppt war, hat jeder gesagt, okay, wir müssen TikTok machen. Ja. So. Und so war das sicher auch mit den Product Managern und den A&Rs bei Universal. Die haben auch gesagt, TikTok, TikTok, TikTok. So. Und da hast du dich jetzt 2 Jahre drauf konzentriert, hast ein Following aufgebaut, ein treues Following aufgebaut und auf einmal hast du jetzt einen Account mit 300 Videos und alle sind stumm. Ja. Das ist schon auch echt hart und ich glaube, wie sich das ganze Ding weiterentwickelt, ist auch so ein bisschen jetzt die Frage, wie die Artists drauf reagieren. Hm. Ne? Ja. Weil es ist ja nicht so, als hätten die in der ganzen Thematik keine Macht, um von hinten auch nochmal Druck zu machen, hey, wir wollen unser Content wieder dort haben oder wir wollen ihn nicht mehr dort haben. Ja. Ich glaube, natürlich ist hier wichtig, dass so eine Art Zusammenschluss und ein Konsens stattfindet, aber ich glaube, die Macht der Artists darf ja auf keinen Fall übersehen werden. Nicht nur in die Richtung, hey, wir wollen unsere Musik wieder auf TikTok haben, dass wir sie wieder benutzen können, sondern auch in die andere Richtung, die Macht insofern zu sagen, okay, wir haben jetzt kein TikTok mehr, was ist denn jetzt die neue Art und Weise, wie wir es machen? Mhm. Also ich glaube, auch an dem Ende entstehen wahnsinnig viele Chancen auf einmal. Und da muss man jetzt, glaube ich, ein bisschen die Augen offen halten und einfach mal gucken, was sich Universal und Co. potenziell in der Zukunft, wir wissen es nicht, da einfallen lässt. Ja. Ich meine, ich hatte da auch, das hatte ich dir auch schon berichtet, ich hatte da auch einen ganz interessanten Ansatz gelesen von einem Musik-Business-Kollegen auch, der genau das gesagt hat. Also er hat gesagt, ey, es ist in allen Ehren, dass da irgendwie Spotify ist eigentlich schon Universal, da irgendwie gegen TikTok auch klare Kante zeigt und sagt, hey, wir wollen für unsere Künstler einfach das Beste, den bestmöglichen Share auch rausholen. Wir sehen da Handlungsbedarf bei den Payouts. Alles super, aber es gab wohl eine Studie auch im letzten Jahr, wonach irgendwie 10-12% der Umsätze nur auch weiterverrechnet wurden an die Künstler. Und das ist, wo ist da dann irgendwie auch der Fairness-Anteil dann? Und dann muss sich sicherlich auch jeder einzelne Künstler bei Universal fragen, hey, ist das noch ein Modell, in dem ich mich auch wohlfühle, in dem ich jetzt mich auch zwangsläufig auch beschneiden lassen muss, was jetzt irgendwie meine Reichweiten angeht. Also an alle Universal Artists, wir freuen uns auf euch, wenn ihr Bock habt, nach wie vor auf TikTok am Start zu sein. Wir können euch da helfen. Wir sind auf jeden Fall für euch da, mit Rat und Tat auch auf TikTok. Ja, definitiv. Ja, cool. Also ich glaube, das wird spannend. Das war jetzt ein riesengroßer Schritt. Für alle, die es nicht gelesen haben, ich kann es wirklich nur empfehlen, lest euch mal die beiden Briefe durch. Erst den offenen Brief von Universal, dann den offenen Brief von TikTok. Ja. Das ist schon auch so ein bisschen Alltagskomik. Das ist absolut schon schön. Ja, auch teilweise sehr emotional formuliert, voll, fand ich, wo ich dachte, okay, das kommt von der offiziellen Pressestelle. Fand ich teilweise sogar echt schwierig, auch in der Formulierung. Ja. Da wurde ja dann von zu gierig gesprochen bei Universal und umgekehrt von, keine Ahnung, einfach nicht üblichen Payouts in der Musikbranche. Und das, Wir dürfen ja nicht vergessen, es war nicht das Major-Argument von Universal war ja nicht nur der Payout, obwohl es wahrscheinlich mit der größte gewesen sein wird. Ja. Aber der zweite Punkt war die Eingrenzung von AI auf TikTok oder die Regulierung von AI auf TikTok. Wird auch noch ein spannendes Thema werden. Und ich glaube, Menschenrechte. Ja. Und das ist schon auch eine Karte, die Universal so gespielt hat. Absolut, so. Ja, ich glaube, da gehen ja auch viele mit der gleichen Meinung. Also mich auch ein Stück weit einfach eingeschlossen. Klar. Was da auf der Plattform veröffentlicht wird, ist auch teilweise wirklich schwierig. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein separates Video. Thema. Ja. Genau. Cool. Hast du sonst noch eine Frage? Lass mich gucken. Ich hab bestimmt noch eine. Ah, okay. Ich bin hin und her gerissen, auf welchen Shop ich mich konzentrieren soll. Spotify, Apple Music, Beatport. Offensichtlich herrscht hier Verwirrung irgendwo. Okay. So. Für mich grundsätzlich, wie auf den Social Medias.
Konzentrierst du dich jetzt auf TikTok? Konzentrierst du dich jetzt auf Facebook? Das war auf Instagram. Das war schon seit jeher die Frage, okay, gebe ich jetzt Gas auf Facebook? Hm. Gebe ich jetzt Gas auf Instagram? Ja. Wenn man Gary Vee glaubt, der Gary Vee sagt, konzentriere dich bloß nicht nur auf eine Plattform, denn die weg ist, dann hast du gar nichts mehr. Ja. Und ich glaube, darauf zielt diese Frage so ein bisschen ab, weil es ist ja schon auch viel irgendwie. Ja, absolut. Ich glaube, auch hier ist so ein bisschen auch immer die Frage, okay, auf welcher Plattform findet vielleicht meine Musik besonders statt, mhm. wenn ich jetzt elektronische Musik mache. Die findet zwar nicht nur auf Beatport und Traxsource und Juno statt, ohne Frage nicht, aber das sind schon die Key-Plattformen, wo du stattfinden solltest. Mhm. Ja? Also wir hatten es ja auch in anderen Podcasts, wenn du eben elektronische Musik machst, geht auch die erste Frage dahin, okay, mit welchem Musikvertrieb arbeite ich, ja. um überhaupt auf diesen Plattformen stattfinden zu können, weil es halt viele Vertriebe gibt, die das nicht, nicht anbieten, praktisch deine Musik dorthin auch zu liefern. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es macht Sinn, sich einfach auch Gedanken zu machen, welche Playlisten bietet Service A, Service B und Service C an? Mhm. Wo passt meine Musik am besten rein? Was muss ich dafür tun, um dort stattzufinden? Beispielsweise Beatport ist ein Shop, der sehr, sehr stark auf Pre-Releases abfährt und da auch tendenziell einfach mehr Support dann bietet. Also fokussiere ich mich auf Beatport, kann ich parallel dazu vielleicht noch Spotify und Apple Music dazu packen, ja, weil das Streaming-Plattformen sind. Mhm. Damit hat Beatport kein Problem, ja. Weil es Beatport ein Download-Shop ist. Klar. Ja. Also man muss sich einfach ganz klar Gedanken machen, auf welche Plattform möchte ich mich auch fokussieren, wo findet meine Musik insbesondere statt und dann auch schauen, was möchte die Plattform. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch eine dritte Frage dann gleich in Gepäck, die auch so ein bisschen darauf abzielt, was erhöht denn meine Chance, auf gewissen Plattformen dann auch ein Feature zu bekommen. Aber ja, ich glaube, es macht einfach Sinn, sich die Frage zu stellen, hey, wo finde ich statt und Voll. Sich darauf dann auch zu stürzen. Einfach, was macht Sinn im Endeffekt? Ja. Grundsätzlich, ausgeliefert wird an alle. Genau, so. Ja. Also das ist sowieso eine gute Idee, aber das hat man, wenn wir den Social-Media-Vergleich nochmal hernehmen, man postet ja seinen Content ja dann auch praktisch überall. Ne? Ob das jetzt YouTube-Shorts ist, Instagram-Reels ist, TikTok ist, man postet es überall, konzentriert sich aber vielleicht nur auf eine Plattform. Und dann ist nur die Frage, auf welche Plattform konzentriert man sich jetzt? Und was ich aber ganz spannend finde, es gibt ja auch Labels, die handeln antizyklisch. Mhm. Also die sagen, okay, mein Genre findet eigentlich primär auf Beatport statt. Ja? Hardtechno zum Beispiel. Wir haben ein Hardtechno-Label. Großes Hardtechno-Label. Die funktionieren natürlich auch auf Beatport, haben aber irgendwann gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt eben auch auf Spotify. Obwohl das ja auf den ersten Blick jetzt, na, okay, Hardtechno auf Spotify, wer fährt morgens zur Arbeit und hört sich Geballer an? Das ist so die große Frage. Aber ich glaube, da täuscht man sich und auch. Das ist es ja. Ja. So, und die haben dann gesagt, okay, wir wollen einfach uns jetzt auch ein bisschen auf Spotify konzentrieren und haben da jetzt auch eine richtige Macht auf Spotify aufgebaut, weil die eben die Leute gefunden haben. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung eben stattgefunden hat, der Wettbewerb innerhalb des Genres einfach noch ein bisschen kleiner war auf Spotify. Aber diese Storys gefallen mir schon auch richtig gut, zu sagen, okay, wir handeln jetzt antizyklisch. Es gibt Leute, die sagen, okay, alle konzentrieren sich auf Spotify, dann konzentriere ich mich jetzt auf Amazon oder auf Tidal. Ja, so. Ja. Nee, was ich nur meinte, also das Hardtechno-Beispiel ist ja das Paradebeispiel eigentlich dafür. Die haben zwar ja klar ihre eigenen Third-Party-Playlisten irgendwie aufgebaut, ja, riesengroß, haben da eine Riesenpower, so wie du sagst, aber die Editorial-Playlists sind ja doch relativ überschaubar in dem Genre. Überschaubar in dem Genre, bis teilweise sogar gar nicht vorhanden in dem Genre. Ja. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, okay, beispielsweise, wenn es parallel dazu auf Apple Music eine Hard-Techno-Playlist gibt, die einfach auch regelmäßig kuratiert wird, wo dieser Sound auch stattfindet, dann würde es in dem Fall mehr Sinn machen, vermutlich eher da meinen Pitch dann drauf zu konzentrieren. Und eher dann vielleicht über ein Pre-Release auf der Plattform nachzudenken, während ich dann vielleicht das Spotify-Release zurückstelle. Ja? Mhm. Ich glaube, wie gesagt, es macht schon Sinn,
sich davor auch irgendwie einen Überblick zu verschaffen, hey, was oder wo findet einfach meine Nische statt, auf welcher Plattform, und dann sich darauf zu schützen. Aber wie gesagt, es kann auch umgekehrt sein, dass dann eben die Nische vielleicht Riesenpotenzial hat, ja, auf einer Plattform, wo es sich lohnt, dann vielleicht selber aktiv zu werden, auch wenn vielleicht die eigene Plattform noch gar nicht von dem Genre so richtig Bescheid weiß und vielleicht noch gar keine eigenen Playlisten am Start hat. Mhm. Kann ja auch eine Riesenchance sein, so wie du sagst. Ja, das ist fast schon Pionierarbeit. Ja. Aber da, gerade in diesen antizyklischen Schritt, geht wahnsinnig viel Planung mit rein. Also man muss sich das schon richtig gut überlegen, ja, auch. Aber ich meine, das bezieht sich sowieso auf alles. Klar, es gibt vielleicht viele Künstlerinnen und Künstler, die befassen sich gar nicht groß mit sowas, aber das sind schon Fragen. Wenn man es ernsthaft angehen möchte, dann muss man sich dafür dann schon auch Zeit nehmen. Weil im Grunde genommen ist es ein Businessplan. Ja. Wie lege ich meine Route fest? Wo möchte ich dieses Jahr hin und was möchte ich versuchen? Und da sollte schon ein Haufen Planung mit reingehen. Deshalb im Grunde genommen, guckt euch einfach ganz genau an, was bieten die verschiedenen Plattformen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und da kommt ihr mit dem normalen Menschenverstand schon ziemlich, ziemlich weit. Einfach nehmt euch die Zeit, guckt es euch ganz genau an und trefft dann eine informierte Entscheidung. Ja. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein kurzer Plug. Also wenn ihr ein Label bei uns habt, wenn ihr Künstler bei uns seid, könnt ihr natürlich jederzeit auch uns da zu Rate ziehen. Also wie gesagt, wir arbeiten ja mit so vielen verschiedenen Labelpartnern auch zusammen, sodass wir ja auch eine Idee haben, okay, auf welcher Plattform bieten sich vielleicht dann Möglichkeiten für dein bestimmtes Genre. Also da sind wir auch offen. Ich meine, wir sitzen ja alle im selben Boot und wir wollen ja, dass das beste Ergebnis dann am Ende bei rumkommt mit der Musik. Voll. Genau. Cool. Hast du noch eine? Ich habe noch eine. Hast schon angekündigt. Ja. Wie verbessere ich meine Chancen, auf Apple Music gefeatured zu werden? Spannend. Also zunächst ist festzuhalten, auf Apple Music hast du aktuell nicht die Chance, wie bei Spotify for Artists zum Beispiel, zu pitchen. So. Und das sieht schon im ersten Moment mal nach einem Nachteil aus. Aber auch hier wieder, dadurch, dass sich nicht so wahnsinnig viele Leute so stark darauf konzentrieren, dass es nicht so in aller Munde ist, und damit meine ich jetzt nicht Apple Music, sondern eben das Wachstum zu forcieren auf Apple Music, entsteht für mich hier auch wieder eine große Chance. Apple Music bietet ein paar Tools an, beziehungsweise wünscht sich ein paar Formate, die man anliefern könnte, womit man seine Chancen garantiert erhöhen könnte. Das wäre einmal der aktuelle Push auf Dolby Atmos. Ja? Apple Music möchte einfach Spatial Audio haben, hat dieses Format nicht als einziger Streaming-Anbieter, aber die versuchen das gerade oder wollen es aktuell stärker forcieren und haben zum Beispiel die Motion Artworks. Da kann dein Single Artwork oder dein Album Artwork sich auf einmal bewegen und loopen, und das sind dann so Formate. Ich glaube, wenn man Apple Music damit bespielt, hebt man da schon auch so ein bisschen die Hand und sagt, hallo, hier bin ich. Ich glaube, das ist ähnlich wie auch auf den anderen Plattformen. Ich glaube, so ein gewisses Commitment muss man dann einfach auch zeigen. Und Commitment in der Form praktisch, dass du eben diese Formate auch mitlieferst. Wir als Vertrieb können das ja auch glücklicherweise alles leisten. Und wenn da auch Bedarf ist bei unseren Labelpartnern, dann ja, schreibt uns einfach an, kontaktiert euren Labelmanager oder labelrelations@dictis.de, und die Jungs und Mädels helfen euch da auf jeden Fall weiter, dann genau diese Formate dann auch eben mit anzuliefern. Ich glaube, Apple ist nochmal eine Spur, ja, nicht pickier ist vielleicht das falsche Wort, aber nochmal fokussierter auf wirklich Apple Commitment. Mhm. Das hat sich zumindest für uns so über die Jahre auch abgezeichnet, dass die sich schon auch einfach ein Commitment wünschen. Das kann in jeder Form sein, also einmal über die Formate, die du anlieferst, aber eben andererseits auch mit dem Support der Künstler. Also dass du praktisch auch deine Kommunikation auf Social Media dahingehend ausrichtest, dass du eben nicht
nur den grünen Riesen eben promotest, sondern eben auch Apple Music da in den Fokus stellst und dann beispielsweise kann das dann über 24 Stunden exklusive Apple Music Posts gehen oder dass ihr Werbeanzeigen schaltet, wo eben der App, insbesondere der Apple Music Link promotet wird. Also es sind alles so Herangehensweisen, die schon auch helfen können, ein Feature in der Playlist zu bekommen. Ich sage nicht, dass das zwingend erforderlich ist, ja, aber es hilft halt definitiv. Auf jeden Fall, das wird uns so ja auch kommuniziert. Genau. Und so wie du es gerade sagst, wenn man sich dann darauf konzentriert, okay, wir machen jetzt zum Beispiel eine Content-Strategie um Apple Music drumherum, wir sagen, wir machen exklusive Apple Music Posts und so weiter, dann wäre auch das eine Sache, die wir zum Beispiel als Vertrieb weiter kommunizieren könnten. Ne? Ja. Also wir könnten bei unserem Apple-Partner sagen, hey, wir haben hier einen Labelpartner, die möchten sich gerne da stärker positionieren und sind da auch bereit, diesen Weg zu gehen, dieses Commitment einzugehen und zum Beispiel Pre-Releases zu machen und zum Beispiel Content-Strategien exklusiv für Apple Music zu fahren. Und na, man muss schon sagen, da reicht es jetzt nicht, den Apple Music Link in seinem Social Media Post an erste Stelle zu setzen, sondern wir sprechen hier wirklich von Commitment. Aber das ist dann schon eine Sache, die wir auch weiter kommunizieren können, ja, vertriebsseitig. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass das wieder eine Entscheidungsfrage ist. Wenn man zum Beispiel sowieso Werbung auf seine Musik schaltet, über Social Media, ja? Jetzt mal ganz abgesehen vom Apple Editorial Team oder was weiter kommuniziert wird. Ich glaube, wenn man sich einfach selbst auch um das Wachstum auf Apple kümmert, Werbung zum Beispiel auf Apple Music schaltet, also auf Social Media für Apple Music schaltet und du, dein Artist, deine Single, dein Album einfach ein Apple Music Streaming Wachstum hat, was prozentual umwerfend ist, wir sprechen, keine Ahnung, sagen wir 200-300% Streaming Wachstum, dann glaube ich schon auch, dass Apple Music da Mechanismen hat, sowas auch einfach zu erkennen und zu sagen, okay, da scheint jemand sich auf Apple Music zu konzentrieren und dann passiert vielleicht auch ein bisschen was. Man muss schon grundsätzlich sagen, es ist nicht ganz so einsichtig, also nicht so durchsichtig, meine ich damit. Also mittlerweile haben sie ja wirklich auch relativ viele neue Tools am Start. Mhm. Also Apple Music for Artists ist schon sehr, sehr ähnlich aufgestellt wie Spotify for Artists. Du kannst da auch dein Profil pflegen, eine Biografie hinterlegen. Fragen beantworten. Genau. Es gibt halt einfach nicht, beziehungsweise aktuell noch nicht, die Pitching-Möglichkeit. Ja, das ist schon noch was, glaube ich, wo sie sich, glaube ich, noch drauf festlegen müssen, ob sie das möchten oder nicht. Mhm. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist da eher, sind sie da eher vorsichtig, ja, und wollen eher die Kommunikation über die Vertriebe laufen lassen und über die Labels. Aber grundsätzlich haben die da schon auch ordentlich nachgelegt und auch ihre Plattform nochmal gepusht und auf einen anderen Standard auch nochmal gehoben, bis vor, keine Ahnung, ein paar Jahren noch. Ja. Und fairerweise muss man wirklich sagen, das wird bei uns in Deutschland ja gerne mal übersehen, in Amerika ist Apple Music eine riesengroße Sache. Und wir sehen es ja auch bei uns und unseren Labelpartnern, wenn es auf Apple Music läuft, dann läuft es schon ganz schön. Mhm. Also das ist auch wirtschaftlich sehr, sehr interessant dann, ne? Aus einer Label-Perspektive jetzt. Total. Hat auch nochmal einen wirklich viel besseren Pay-per-Stream tatsächlich. Mhm. Also klar, auch hier nicht drauf festnageln, aber je nachdem, wo der Stream dann herkommt, von was für einem Subscription-Modell ist, sind da auch wieder Unterschiede, ohne Frage. Aber grundsätzlich reden wir da schon von mehr Geld, was ausgeschüttet wird. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Und so kann man mal versuchen, sich auf Apple Music zu konzentrieren. Ja. Why not? Ich finde, das waren heute sehr, sehr schöne Themen. Fand ich auch. Dann sehr spannend. Lassen wir euch noch mal wissen, falls ihr Fragen an uns habt, falls ihr Anregungen habt oder falls ihr einfach nur Infos braucht, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Wir sind für euch da. Und vielleicht ist eure Frage auch schon im nächsten Podcast. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns ganz bald im nächsten Podcast. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann.